Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eckleute mit zwei anderen Part. Minecraft. Arno mit dem Zwergenfürst. Während sich hier die Welt noch ein wenig aufbaut, begrüße ich euch schon mal zu dem neuen Part. Wir bauen weiter an der Brücke und währenddessen ein wenig. Währenddessen reden wir noch ein wenig über neue Parts. Neue Projekte im neuen Jahr und sterben mal ab und an. So, ja, schnell mal wieder hin, das Zeug holen. Holz, wir sind auch schon beim Nachgewachsen. Noch haben wir genug Holz dort unten zu liegen. Ja, ouch. Sollte man den sicheren Weg nach unten geben, dort jenseits des Blumenfelds, gibt es noch ein bisschen was. Einen kleinen Weg nach unten, einen halbwegs sicheren. Ja, die Blumen, das habe ich auch mittlerweile herausgefunden, dass man damit wohl was machen kann. Und damit kann man nicht richtig informiert bin. Damit kann man, wenn ich richtig informiert bin, Schafswolle färben. Das heißt, man kann damit die Schaf einfärben. Was, nur zwei Blöcke? Nee, das hier. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht sein. Wir hätten mehr. Und dann an der Stelle gleich wieder hoch. Ja. So, bevor wir in den Bereich des Spekulativen vordringen, die Spekulationen beginnen, also die Projekte, die noch nicht ganz gewiss sind in diesem Jahr. Ja, ich weiß, habe ich auch schon im letzten Part gesagt. Es ist ein wenig zu spät, um über neue Projekte im neuen Jahr zu reden. Es ist eigentlich eher Sache für den Neujahrstalk. Aber ja, gut, ich hole es jetzt nach. Relativ spät, aber besser spät als nie. Also, wie gesagt, bevor wir zu den Spekulationen kommen, hier noch ein sehr wahrscheinliches Projekt. Ein Projekt aus der Kategorie sehr wahrscheinlich. Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Das ist ein Projekt, das ich unter die Kategorie ja sehr wahrscheinlich gelegt habe. Am 9.01. in der Pokémon Direct angekündigt. Als, ja, man kann es glaube ich so nennen, als Remake zu Pokémon Mystery Dungeon Team Blau und Rot für die Switch. Das haben wir schon, ich habe es direkt am 9.01. angetestet und da die Winterpause dazwischen war, durftet ihr erst ein wenig später sehen, aber auch ihr durftet einen Netztest zu mein aufgenommenes Netztest zu Pokémon, zur Demo-Version von Pokémon Mystery Dungeon DX sehen und ja, das Spiel ist noch nicht raus, soweit haben wir es noch nicht angespielt, aber wir durften schon eine Demo-Version anspielen und da habe ich euch eine Demo-Version schon im Netztest präsentiert. Dieses Spiel wird dann ab März auf meinem Kanal auch zu sehen geben. Sehr wahrscheinlich, also garantieren kann ich es noch nicht, aber sehr wahrscheinlich
uns das geben. Und dann muss ich auch schon, etwas zurücknehmen, was ich im letzten Part gesagt habe, was ich im letzten Part noch bei den sehr wahrscheinlichen Spielen drin hatte, nämlich Animal Crossing New Horizons. Für alle, die sich da gefreut haben, für alle Animal Crossing Fans, die jetzt gejubelt haben und sich schon auf ein Animal Crossing New Horizons Spiel Let's Play gefreut haben. Die muss ich leider damit vertrösten, dass wir im März Pokémon Mystery Dungeon spielen werden. Da ist das jetzt leider abgerutscht. Hier bei mir sogar eine Kategorie unwahrscheinlich. Da beide Spiele im März rauskommen, Mitte März rauskommen, relativ gleichzeitig, wird das leider darauf hinauslaufen, dass sich das erstmal verschiebt. Ja, ich sag bewusst verschieben. Vielleicht werden wir es spielen. Also es wird, vielleicht werde ich es mir irgendwann mal kaufen und spielen, wenn es schon ein bisschen älter ist. Also zum Release wird es wahrscheinlich nichts werden. Nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich unwahrscheinlich wird das was werden. Ziemlich wahrscheinlich wird das nichts werden. Jetzt greife ich schon in eine Kategorie vor, die wir noch gar nicht behandeln. Aber ja. Außerdem Animal Crossing war bei mir noch nie so wirklich der Renner. Ich habe mal Animal Crossing Ich habe mal Animal Crossing New Leaf gespielt für den 3DS. Da habe ich mal ein paar Parts gebracht, auch unter der Überschrift Frag Zwergi. Also da habe ich mal ein paar Fragerunden gemacht, ein paar Fragen beantwortet, ein paar Themen behandelt. Ja, das ist jetzt kein Spiel, was man wirklich als Let's Play bringen kann. Also für ein Let's Play bietet sich das leider wirklich ziemlich wenig an, muss man leider sagen, so wie es ist. Animal Crossing ist wirklich eher so ein Gelegenheitsspiel, das muss man wirklich auch sagen. Muss man dem Spiel auch leider so attestieren. Es ist ein schönes Spiel, keine Frage, aber auch auf meinem Kanal als Let's Play nicht so geeignet. Jetzt wollen wir jetzt hier nicht den ganzen Part nur über die zwei Spiele reden. Kommen wir mal zu Super Mario 64 DS. Gut, dass die Konsolenleistung nachlässt. Ist der Akku. Tja. Gut. Was soll ich dazu noch sagen? Super Mario 64 DS. Wann haben wir das angefangen? Ich weiß nicht mehr ganz. War, glaube ich, ein 2017er Projekt, wenn ich mich ganz irre. 2017 oder 2018. Ich würde sogar auf 2017 sagen. Es war auf jeden Fall ein. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Verdammt. Sachen gibt's. Die gibt's nicht. Das war tatsächlich ein Neujahrsspiel. Das haben wir am 1.1., ich würde sagen 2017, begonnen. Und dann nur unregelmäßig weitergespielt. Daher hier in der Spekulationsliste. Auch 2020, also 2019 gab es ganz wenig Parts davon. Falls es überhaupt welche davon gab, ich weiß es gar nicht. Also seit 2018 ist das wirklich, sieht es dünner aus um dieses Projekt. Also es ist, muss ich ehrlich sagen, ich habe es sehr vernachlässigt aufgrund anderer Projekte, zugunsten anderer Projekte. Und ja, vielleicht werde ich ab und zu mal wieder ein vereinzeltes
Video machen dazu. Aber ja, ich bin halt bei diesem Projekt wirklich am Überlegen, ob ich das mal abschließe, ob ich das mal einfach beende, weil da liegen mittlerweile schon Jahre dazwischen und zwischen dem letzten und dem neuesten Part liegen dann schon, liegt dann vielleicht schon ein Jahr oder mehrere Monate und das ist nicht gesund für ein Let's Play und deshalb ja, lohnt es sich das vielleicht an der Stelle abzubrechen und jetzt dürfen wir nicht nochmal sterben, nicht nochmal runterfallen. Ich gehe aber jetzt ohne Heilung erstmal hier wieder drauf. Da, sagte er und landete leicht im Wasser. Was ein Glück hier heute. Das gibt's ja gar nicht. Dieses Glück, was ich heute hier habe, ist ja unglaublich. Ja, also ich bin am Überlegen, das zu beenden. Also überlegen, deshalb ist es noch nicht gewiss, aber ja, so viel kann ich euch schon mal sagen. Tja, so viel dazu. Dann habe ich hier noch als nächstes ein weiteres Super Mario Spiel draufstehen. Super Mario Odyssey. Das hatte ich schon geplant, Dezember 2019 zu spielen, also letzten Dezember zu bringen. Ist nichts draus geworden. Ja, im Dezember mit neuen Projekten, da sollte man ganz vorsichtig sein. Resident Evil kam als neues Projekt im Dezember raus. Ja, gut, Ausnahmen. Aber eigentlich ist der Dezember ein Monat, an dem mit dem Adventskalender und mit großartigen Weihnachtsspecials und so weiter und mit dem Silvester-Talk und so weiter alles schon sehr vollgepackt ist. Also der Dezember ist eigentlich schon zu vollgepackt. Und da kann auch ein Super Mario Odyssey auch nicht stattfinden. Das wollte ich, das Spiel hat sich eigentlich auf meinem Kanal sehr, sehr weit rausgezögert. Das hatte ich eigentlich schon zu Release und wollte es eigentlich zu Release dann auch spielen. Ich wollte es eigentlich auch auf meinem Kanal zu Release bringen, aber ich habe halt immer Gründe gefunden, das nicht zu spielen, das nicht als Let's Play zu bringen. Ich habe es halt irgendwie mal herausgezögert, deshalb, ja, das Spiel ist jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Markt und tja, vielleicht wird es 2020 mal was, es bietet sich an in den Wintermonaten, also Oktober, November, Dezember, ja Dezember dann wahrscheinlich eher nicht, aber in späteren Monaten des Jahres. Da bietet sich so ein Projekt gerne an. November ist halt klassischerweise der Pokémon-Monat. Deshalb ist das auch dieses Jahr nichts geworden, weil Pokémon Schwert und Schild dazwischen kam. Ja, Pokémon Schwert auf meinem Kanal, Let's Play Pokémon Schwert. Allerdings sieht es momentan, man weiß es noch nicht. Man kann nur spekulieren, was Ende des Jahres los ist. Vielleicht kommt doch noch was. Momentan nach der Pokémon Direct am 9.01. Ja, es wurde Pokémon Mystery Dungeon DX angekündigt, was eigentlich sehr dafür spricht, dass im November dieses Jahr kein neues Pokémon-Spiel rauskommt. Eigentlich kam ja bisher jedes Jahr, also fast jedes Jahr, war die Regel so, dass jedes Jahr ein neues Pokémon-Spiel rauskommt. Und wenn halt im März schon DX rauskommt, dann ist halt, du wirst da Bescheid, dann ist unter Umständen das schon das Spiel für 2020. Wer weiß, vielleicht machen sie im runden Jahr 2020 da eine Ausnahme und bringen zwei Spiele. Man kann es nur spekulieren. Ja, so viel dazu. Also
sind wir ziemlich abgewichen, ziemlich. Da ruft mich gerade jemand an. Ich kann gerade wirklich. Es tut mir herzlich leid. Ich weiß, wer da anruft. Es wird angezeigt, aber ich sag's euch nicht. Es tut mir wirklich herzlich leid für die Person, die da gerade anruft, aber. Scheint was Dringendes zu sein. Also ich. Unter Umständen verscherze ich es mir da gerade mit jemandem. Gerade das zweite Mal in Folge, kurzester Zeit. Die Leute wissen eigentlich, dass ich Let's Player bin, dass ich Aufnahmen mache. Es ist gerade um diese Uhrzeit. Ach, Kacke! Das Holz kriege ich nicht mal wieder. Gut. Können wir schon schlafen? Kannst nur nachts schlafen. Oh, verdammt. Es wird doch schon dunkel. Ja, ein weiteres. Da habe ich hier zu stehen. 24. Adventskalender-Türchen. Zur Erklärung. Alle, die den Adventskalender 2019 nicht live mitverfolgt haben. Da gab es vielleicht einen kleinen Fehler, der mir da unterlaufen ist. Naja, jetzt nicht direkt ein Fehler, aber aus organisatorischen Gründen, ich sag's mal so, aus organisatorischen Gründen, ohne zu viel zu verraten, musste das 24. Türchen leider abgesagt werden. Leider hatten wir im Dezember da nur 23 Adventskalender-Türchen. Von Svenis Adventskalender. Tja, habe ich mal dieses, das letzte Jahr. Dieses Jahr ist das 2020, das war 2019, Dezember. Nicht lange her, aber ja, ist schon ein neues Jahr geworden. Da habe ich im letzten Jahr beim Adventskalender mal einen auf Herr Bergmann gemacht. Das 24. Adventskalender-Türchen einfach ausgelassen. Ja, und dieses, also um mal zum Punkt zu kommen, dieses Adventskalender-Türchen, das 24. Adventskalender-Türchen, ich werde mal schauen, dass ich das übers Jahr hin irgendwie mal organisiere, dass ich das mal irgendwie. Es war was Größeres geplant, was etwas Größeres, etwas, was ein bisschen mehr Planung brauchte. Ein großes Highlight, ein Ende des Adventskalenders. Da wollte ich ein bisschen mehr als ein kleines Unboxing bringen. Wollte ich ein bisschen was Spezielleres tun. Das ist dann leider kurzfristig gescheitert. Das kriegen wir vielleicht nachgeholt. Wenn ich es vielleicht dieses Jahr noch hinkriege, vielleicht lege ich euch, vielleicht packe ich es euch irgendwo zwischen die Uploads. Irgendwo mitten im Juli dann. Ein 24. Adventskalender-Türchen. Oder wir machen es halt im Dezember. Das mal schauen. Mal schauen, was daraus wird. Das 24. Adventskalender-Türchen kriegen wir vielleicht hin. Dieses Jahr hole ich nach 2020. Ja. Im Jahr 2019 gab es schon zwei Interviews auf meinem Kanal. Eines mit Philipp Janowitz, den ich während der großen Artikel 13 Demonstrationen interviewen durfte. Organisator der Demonstrationen in Magdeburg, der Artikel 13 Demonstrationen der Stadt Magdeburg. Und im Dezember innerhalb des Adventskalendertürchens durfte ich den Jan Steinhauser, den Vorsitzenden der Humanisten, in einem Adventskalender-Türchen, ich glaube der 22. ist es, könnt ihr mal vorbeigucken, wirklich zu empfehlen, das Interview, den durfte ich da auch interviewen. Ah, shit. Ich und mein Tode hier in Minecraft. Ja, die Bäume lassen sich ja schnell abbauen und bringen ja viel Holz. Ja gut, hier können wir mal neue Pflanzen.
müssen neue Bäume pflanzen. So, hier, und da stelle ich einfach mal hier einen Weg. Wir brauchen wirklich Bäume. Und, also, um auch da zum Punkt zu kommen, 2020 wird es eventuell auch noch ein paar weitere Interviews geben. Wie gesagt, spekulativ, eventuell. Da kann ich auch noch nichts garantieren, aber ich arbeite daran, dass ich da Leute vor die Kamera kriege. Beziehungsweise zu einem Interview hier. Daran habe ich jetzt irgendwie Geschmack gefunden und bin jetzt zum Interviewer geworden und strebe da auch an, einige Politiker, gerade gerne auch Politiker, zu interviewen. Und ach verdammt, ich mit dem Fallschaden, ich und mein Fallschaden, gibt's ja nicht, doch gibt's leider. Das dazu zu den Interviews. Das war es dann auch, glaube ich, schon fast mit dem spekulativen Spekulation. Ja, das geht jetzt hier schon fast ins Unwahrscheinlich über. Da haben wir noch. Hier stehen Borderlands. Habe ich mir hier noch drauf geschrieben. Das ist halt hier wirklich sehr unwahrscheinlich. Sehr spekulativ. Da habe ich jetzt mir ein Let's Play vom lieben Gronkh angeguckt. Borderlands 3, das Let's Play. Habe ich angeschaut beim Gronkh. Und habe da sehr viel Freude dran gefunden. Und habe schon fast Yahoo gebrüllt und habe gesagt, ja, das will ich auch spielen. Ich plane das vielleicht Herbst 2020 oder 2021 vielleicht mit dem Mordev zu spielen. Das wäre so eine Idee. Also es ist halt nur eine Idee. Und dagegen spricht halt erstmal, dass ich eigentlich ein Nintendo Let's Play Kanal bin und da sowieso in diesem Jahr schon sehr weit von abweiche. Dadurch, dass ich auch Edna bricht aus und Deponia und Wonder's Monday und solche Sachen spiele, Resident Evil, da ich schon mit einigen Projekten aus dieser Nintendo Sparte ausweiche, bin ich halt auch am überlegen, ob ich da noch ein weiteres mit reinnehme. Nicht, dass ich mich gegen Nicht-Nintendo-Projekte verschließen würde, aber ja, Kanalkonzept ist halt Nintendo Let's Plays und da will ich auch eigentlich dabei bleiben und da will ich meinem Kanalkonzept nicht fremd gehen und insofern bin ich halt da doch manchmal lieber am Nein sagen, als am Ja sagen, wenn es um andere Projekte geht, die nichts mit Nintendo zu tun haben. Ja, gut, das war's dann mit der Sparte Spekulatives. Komme ich mal schnell, ich sag's jetzt nur mal ganz schnell, weil die unwahrscheinlichen Projekte brauche ich auch nicht lange drüber zu reden, nur ganz kurz zu jedem was. Kategorie unwahrscheinlich, da haben wir natürlich Animal Crossing New Horizons, habe ich schon was zugesagt, wegen Animal Crossing, jetzt bin ich komplett durcheinander, wegen Pokémon. Wegen Pokémon wird das vielleicht Nasekratz. Wird das vielleicht sich verschieben?
Ja, die Pokémon vierte Generation, ein Remake der vierten Generation, haben einige vermutet, haben viele vermutet, kann man sogar schon sagen, wurde von Pokémon-Fans fleißig erwartet und ja, 2019 kam das Remake zur ersten Generation raus, was halt wirklich für die Theorie mit dem, fällt mir gerade auf, was halt wirklich für die Theorie mit dem, mit den zwei Pokémon-Spielen spricht. 2019 Pokémon, oder war 2018 oder? Ja, Pokémon Let's Go Evo, die waren glaube ich 2018, oder? Wo ich mich da? Ja, 2018. Verdammt, ja. Gut, also 2018 kam halt eine Pokémon Erstgeneration Remake. Wird jetzt also von den Remakes her, wird es jetzt langsam Zeit für die vierte Generation remaked zu werden. Und das vermuten halt viele jetzt schon auf das Jahr 2020, aber halt, ja, man weiß es halt noch nicht und Pokémon Mystery Dungeon spielt, spricht halt viel dagegen, also der Release davon ist halt ein starkes Kontra dafür. Und da haben wir noch den Adventskalender 2020 hier draufstehen, unter unwahrscheinlich, da muss ich euch leider schon was Trauriges sagen. 2020 wird es, also sehr unwahrscheinlich, also ich kann es schon fast ankündigen. Noch nicht ganz, aber jetzt im Februar noch nicht, aber es steht hier wirklich unter sehr unwahrscheinlich. Im Jahr 2020 wird es wahrscheinlich keinen Adventskalender geben. 2019 habe ich da ordentlich reingehauen und einen richtig bunten, großartigen Adventskalender mit vielen fantastischen Projekten gebaut, gebastelt, veröffentlicht. Das waren wirklich teilweise sehr kreative Türchen mit immer neuen Projekten. Da will ich jetzt 2020 eine Pause von machen. Es gab, den werde ich jetzt schon wieder angerufen. Ja, der Part ist gleich sowieso vorbei. Ich gehe mal hier schnell. Also es wird kein 2020. Ich muss gleich zurückrufen. Da meint es jemand ernst. 2016 gab es einen Adventskalender, 2017 gab es einen Adventskalender, 2018 gab es einen Adventskalender, 2019 gab es einen Adventskalender, 2020 jetzt wahrscheinlich nicht. Ja. Schauen wir mal 2021 wieder. Ja, das jetzt erstmal. Ja, Resident Evil 3, das Remake zu Resident Evil 3 soll im Jahr 2020 rauskommen. Ja, wir hatten die Sache schon. Oh, ich lebe noch, aber ich habe kein Bett. Ich bin in der Wildnis. Ach, verdammt. Wir hatten das Thema schon bei Borderlands. Ja, ist halt wieder ein Nicht-Nintendo-Spiel, was ich halt schon, wo ich halt doch zu Nein tendiere. Und ja, also das auch, ist ja unwahrscheinlich. Dann kommt dieses Jahr noch in einer Höhle gelandet oder was? Ah, verdammt. Wir werden elendig sterben. In diesem Jahr kommt noch Oddworld Soulstorm raus. Ein neues Spiel. Apes Odyssey. Projektreihe gab es auf meinem Kanal noch gar nicht. Fand ich eigentlich ganz interessant. Will ich vielleicht auch irgendwann mal anprobieren. Ausprobieren, nicht anprobieren. Ja, wird wahrscheinlich in diesem Jahr nichts werden, aber grundsätzlich bin ich dieser Reihe nicht abgeneigt. Nicht grundsätzlich abgeneigt. Ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung ich laufe. Ah, in der Wildnis. In der Wildnis gefangen. Jetzt kommen gleich die Zombies und springen mich in die Luft.
Ja, die Zombies springen mich in die Luft. Genau, Zwergi. Ich bin kaputt. Ja, und als letzten Punkt habe ich jetzt hier noch drauf zu stehen. Pokémon Schwert und Schild Erweiterungspass. Auch in der Direct am 9.01.2020 angekündigt. Ich war eine Hexe. Das erfreut mich gar nicht. Und ich habe mich verlaufen. Da muss ich hin. Ja, der Pokémon Schwert und Schild Erweiterungspass. Wenn man so will, ein DLC für Pokémon Schwert und Schild für die 8. Generation. Ersetzt quasi die Special Edition, die es sonst immer mit Pokémon Ultra Mond und Ultra Sonne gab und so weiter. Werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Halte ich nicht viel davon und kostet halt dann wieder 30 Euro. Um das DLC zu kaufen und wir spielen. Das ist wirklich, das steht hier ganz unten auf der Liste, nicht ohne Grund. Da, das muss ich nicht haben. Das Spiel ist schon so für mich vollständig genug. Bringt jetzt wieder die Debatte darüber auf, dass sie das Spiel unfertig veröffentlicht haben und jetzt den Rest. Ah, Skelett! Dass sie den Rest jetzt als DLC hinzufügen. EA-like, Game Freak. Ja, Game Freak, EA. Kacke. Was? Mini-Zombie auf Schaf. Oder auf Schwein. Was zum Henker. Schnell in der Unterkunft. Retten wir uns hier ins Gasthaus. Ja, dass die Projekte für 2020 mal hier angekündigt in Minecraft Anno. Ja, wird es Zeit, den Parts zu beenden. Ich habe hier jemanden zurückzurufen. Auf dem Telefon. Ihr habt es gehört. Wurde oftmals angerufen. Ja, im nächsten Part geht es ja weiter in Minecraft Anno. Da haben wir jetzt mal die Projekte abgehandelt in zwei Parts, die so anstehen im neuen Jahr. So, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr neu seid, und man sieht sich im nächsten Part wieder. Haut da rein. Ciao, ciao.